Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich schon mal Zeit für Warframe und euer untotes Skelett MK3 im Hintergrund stirbt gerade 1000 Hitzetode. Dennoch fasse ich mich kurz zusammen, was es im Hotfix 25.4.1 gegeben hat und was jetzt vor allem Neues auf dem Markt aufgeschlagen ist. Und natürlich am Ende des Videos gucken wir uns wieder an, was so die Patch-Details sonst so uns erzählen wollen. Bevor wir jetzt auf den Markt gehen, natürlich, ja, wir sehen es auch schon, morgen ist es wieder soweit. DevStream 129. Mal gucken, was die Devs uns da Feines zu berichten haben. Und ja, der Razorback ist natürlich wieder aufgeschlagen und dazu erfahrt ihr unter dem Link, den ihr jetzt am Bildschirm sehen solltet, als auch unten in der Videobeschreibung eben dazu mal in einem anderen Video mehr. Auf dem Markt sind ganze drei verschiedene Bundles aufgeschlagen. Sei es nun die Tekelu Collection 2, 3 oder der Essential Glyph Bundle. Und ja, natürlich gab es noch die Tekelu Collection so, aber die ist schon ein bisschen älter. Und da waren eben Hedi-Klamotten drin. In der Regel ist halt überall auf den Waffen so ein sehr schönes Muster drauf graviert worden, kann man nur sagen. Und ja, ich sag jetzt mal Grau und vor allem Violett sind da mehr gegeben. Zumindest standardmäßig. Boltgun Metal würde ich die Farbe nennen wollen, so ein fieses, eher dunkles Grau. Aber ja, hier eben in der Zweier Collection wäre eben drin AK Stiletto, dann wäre eben Skin für die Nikana, werden wir uns hinterher auch gleich ganz kurz mal noch in dem Arsenal ansehen. Dann eben die Pantera, der Redeemer und ja, die Glaive. Wobei ich sagen muss, bei der Glaive, da kann man es am schlechtesten beinahe sehen. Hier die anderen, hier die drei vor allem, da sieht man es relativ gut noch dran und ja, eigentlich an der Nikana eigentlich auch. Und die dritte Collection sieht so aus, dass wir dann eine AK Magnus haben als Skin. Dann haben wir die AK Vasto. Dann die Basa hat endlich mal einen vernünftigen Skin gekriegt. Die Gunsen, wo ich mir dachte, oh stimmt, wir haben ja noch eine Fächerwaffe gehabt im Spiel. Und wer die Stradavar Prime nicht besonders optisch toll findet, kann eben diesen Stradavar, ja, Tekelu Skin drüber klacken, wenn er unbedingt meint. Und dann kämen wir jetzt zu etwas, was der ein oder andere bestimmt schon mal gesehen hat von dem Symbol her, weil es gibt momentan ja diese, ich sag jetzt mal, vorgefertigten Mod-Packs, wo man genau weiß, was mehr oder weniger schon drin sein könnte. Und hier das mehr oder weniger sind eben die passenden Glyphen zu diesen Mod-Packs, sei es eben nun von Feuer, Gift, Eis, Blitz, Schaden und natürlich am Ende Crit. Ja, falls einer also diese Optik oder die Symbole toll findet, kann er sie jetzt eben auch als Glyphen haben im Spiel. Ja, ich meine. So wie es aussieht, kriegt man die auch, wenn man so ein Bundle kauft, ein bisschen günstiger, sehe ich gerade, wenn hier pro Stück hier die Sache 20 kostet, aber 94 Platinum als Pack zusammen, kann man machen. Wobei natürlich, das sieht nicht unbedingt schlecht aus, das mit dem Essential Toxin Glyph. Sag ich mal dazu. Ich bin ein Fan von Skelettköpfen irgendwo. So, jetzt wäre ich mal rübergesprungen, eben zum Arsenal, aber ein bisschen besser erkennen können, was es jetzt gerade mit dem Nikana-Skin auf sich hat. Und muss sagen, das sieht gar nicht verkehrt aus. Jetzt nicht unbedingt großartig und spektakulär, sondern eher schlicht, aber doch erkennbar, möchte ich mal gerade sagen. Das einzige Problemchen, was wir natürlich haben, ist standardmäßig, wenn wir jetzt hier einfach meinen, wir müssten jetzt, ich sag mal, Farben anders einstellen, tun wir natürlich nur von dem Griff und eben dem Schwert selber sozusagen die Farben ändern, aber nicht von der Schwertscheide. Glücklicherweise haben wir da ja noch eine andere Option hier und wir können natürlich auch dort eben, wenn wir unbedingt meinen, eben gerade von dem Griff eben die Sachen hier übernehmen. Und schon erkennt man, was für großartige Farbenspiele hinten da drauf existieren. Vor allem kann man das Muster oder dieses Eingeritzte zumindest viel besser erkennen, was ja schon mal nicht verkehrt ist. Und weil welche Farben am Ende des Tages nimmt, ist natürlich wieder euch überlassen, aber ja, yeah, ich glaube, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar hundert Mal ihr random drücken, damit ich hier eine so gute Sache rauskriege. Das Schöne ist halt, dass man auch separat halt die Sachen einfärben kann, was ja schon nicht verkehrt ist. Naja, und wenn man denn die falsche Farbe nimmt, sieht man von dem Muster überhaupt nichts mehr. Passend habe ich natürlich jetzt auch nochmal die AK Magnus mehr rausgeholt, weil hier gab es ja auch eben Skin für. Und lasst mich mal kurz gucken, wenn ich hier die Farben jetzt anders einstellen sollte, weil da sieht man schon deutlich eine Veränderung dran. Und da muss ich sagen, gerade so Skins meines Erachtens haben ein bisschen Mehrwert, wenn man auch diese Sachen ein bisschen einfärben gehen kann, wie ihr jetzt schon seht. Jetzt ist eben hier das Teil eben rot und dann sieht man auch gerade die Verzierung finde ich ein bisschen besser dran. Mal gucken, wenn wir ein bisschen andere Farben einstellen, ob man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser sieht. Aber sieht auf jeden Fall, dass da was ist. Sagen wir mal so. Weil wenn dieses Dunkel in Dunkel, dann muss man schon genau hingucken, damit man auch was sieht. Aber
Naja, sag ich mal. Ich erkenne jetzt nicht unbedingt, da, oh hier, das hier, da kann man es halbwegs gut erkennen, dass da was drauf ist. Obwohl natürlich ein bisschen die Farben extrem sind, möchte ich gerade sagen. Und da, in dem Zusammenhang, ja, da, wie war das? Da müsste es tatsächlich irgendwann auch noch Optionen für geben. Ich meine, jetzt haben wir es schon mit Energiefarben gekriegt, dass gerade bei Verzierungen wie die Verzierungen einer Farbe geben könnten. Weil das wäre jetzt ja ziemlich cool, wenn wir eben diese Muster hier drauf in einer völlig anderen Farbe hätten noch. Oh, das wäre ja auch, oh, was wäre das cool, oder? Das wäre sensationell, würde ich mal ganz trocken sagen. Also wirklich sehen tue ich es nämlich hier nicht, dass die Verzierung in irgendeiner Form anders aussieht. Egal, welche Farbe ich am Durchklicken jetzt eben bin, der komplette Lauf ist eben exakt immer die gleiche Farbe und die Verzierung sieht man bei manchen Farben eben besser und bei manchen eben schlechter, ja. Mhm, wie heißt Verzierungsfarben? Verzierungsfarben.de. Wie heißt, ihr habt ein neues Projekt. Verzierungsfarben müssen unbedingt eine andere sein. Das wäre absolut cool. Und dann bin ich nochmal rübergesprungen, eben ins Forum zum Hotfix 2541. Lass mal gucken, was wir eben sonst noch Schönes gekriegt haben. Davon mal abgesehen, dass hier ein paar sehr, sehr coole Bilder noch bei sind, um die Sachen nochmal ein bisschen anders darzustellen. Auch hier, das hier. Da sieht man es vor allem viel besser womöglich als im Spiel eben. Hier gerade hier diese, ich sag jetzt mal, Violettanteile, gerade eben bei der Glaive. Und eben hier die zweite Collection, wo man es wirklich deutlich nochmal besser gerade sehen kann, was nämlich da gerade mit den Waffen hantiert. Problem ist, wir haben im Spiel in der Regel nicht die Lichtverhältnisse wie hier auf diesen Promo-Bildern, weil, ja, sonst würde man die Optik und die Großartigkeit gerade mancher Texturen auch viel besser erkennen können. Teilweise Details an den ganzen Klamotten dran sind, die kriegt man doch beim Rumgehack im Spiel auch seltener mit. Deswegen finde ich es gut, dass wir das gerade so auf dem Extra-Bild nochmal schön ausgeleuchtet und nochmal so sehen, sehr fein. Und wisst ihr was, hier die Bilder hätten wir auch im Spiel haben können, fällt mir gerade mal ein. Für Leute, die Umbra toll finden, aber am liebsten zwischendurch mal Skins mit dem Kollegen benutzen wollen, sie basteln scheinbar auch gerade noch dran, eben an der Option, den Schal auszuschalten, beziehungsweise Verzierung von Excalibur Umbra. Wie es aussieht, wird das aber doch nicht dann Teil dieses Patches, sondern soll erst in zukünftigem Hotfix irgendwann aufschlagen. Ah ja, warum nicht? Zumindest die Option dann gegeben, da kann halt jeder danach tun, was er möchte. So, nebenbei, dass Loki und Ashe ihre Ability-Videos auch bekommen haben im Arsenal, gucken wir kurz, was ansonsten an Changes sonst noch im Spiel so passiert sind. Sie haben die Drop-Menge erhöht, gerade von Atmo-Systemen. Es droppen nicht nur 4, sondern eben 5, zum Beispiel am Prophet-Taker. Mhm. Dann gab es ein Problem bei The Sacrifice Quest, wenn man eben das Matchmaking da angehabt hätte, dann sollte man die Mission halt abbrechen in der ersten Phase, hat man nach permanent kein Matchmaking mehr. Und um das halt zu umgehen, haben sie gesagt, weißt du was, wir lassen einfach die Leute, sobald jemand hinten mit dem Helm interagiert, einfach nicht mehr Matchmaking machen und schon haben wir das Problem gelöst. Ja, so kann man es auch machen, ja. Mhm. Dann sollte die AI nicht mehr in Sackgassen gegen die Wand starren zu lange, wunderbar. Und die letzten beiden Punkte wären nur Textänderungen. Gut, gehen wir direkt weiter zu Optimizations. Und da hat sich nicht wirklich viel getan. Wir reden nämlich hier davon, dass sie überall eben so ein paar MB RAM freigeschaufelt haben. Zum Beispiel beim User-Interface, wenn es verbraucht und die halt ein bisschen weniger RAM. Oder UI-Texturen, wo ich sage mir, ja, wunderbar, wir reden von 5 MB. Ich meine, schön, dass ihr das aufschreibt, aber es ist jetzt nicht, ich glaube, ich meine, die meisten Rechner merken, glaube ich, nicht, ob da 5 MB... irgendwie RAM-frei wird in irgendeiner Form. Aber gut, gut, gut. Wobei, ich sag das so ohne weiteres. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man für ein paar MB RAM wirklich viel Geld bezahlt hat für sein PC. Deswegen, wie die Zeiten sich eben so ändern. Index-Fixes, also für Leute, die gerne mal wetten gehen wollen im Spiel, in Anführungsstrichen, und vor allem ihr Credit-Anteil erhöhen wollen. Was ist da jetzt genau passiert? Okay, wenn man 30 plus Indexpunkte abgegeben hätte, hätte man einen großen Schadensboost erhalten. Wenn man gestorben wäre oder wiederbelebt worden wäre, wäre der eben weg gewesen. Das wird auf jeden Fall schon mal gefixt. Dann haben die Kills von Umbra scheinbar nicht gezählt, auch nicht im Ratum, Wunderbärchen. Dann konnte man feststecken, eben wenn Host Immigration stattgefunden hätte, im Spectator-Modus. Und ist da irgendwas noch Relevantes, super Wichtiges gerade noch bei? Ah, ja, es gab ein Problem, wenn der Host gecrashed wäre. Okay, okay, okay. Ja gut, das kann immer wieder passieren, sowas. Aber gut, dass auch da wieder das Problem ein bisschen behoben worden ist. Und ansonsten Nightwave-Fix, nur ein einziger in dem Falle. Manchmal konnte es eben sein, dass so ein Aktfortschritt eben resettet wurde oder eben generell die Sache nicht richtig angezeigt worden ist, sobald man eben eine Mission komplett beendet hätte. Okay, okay. Oh, dann kommen wir zu normalen Fixen und langsam wird es unerträglich heiß auch in dem Raum hier. Und zwar das erste ist ein Crash-Fix, der mich direkt mal anspringt, der mich überall, wo im Spiel selbst Text angeben könnte, um was zu beschreiben, sei es nun in der
Message of the Day vom Clan oder eben in der Freundschaftsnotes oder diese Kartenbeschreibung, die man mittlerweile auch setzen kann, eben in Planes oder sonst irgendwo überall, da konnte eben das Spiel bei crashen. Wenn man in Invalid Text eingegeben hat, was auch immer Invalid Text ist, Text, der da scheinbar nicht hingehört, wie dem auch gerade sei, lass mich kurz überfliegen, ob man sonst noch irgendwas total Wichtiges gerade haben. Okay, man konnte stecken bleiben im Ladescreen, wenn der Host eben auch abgebrochen hätte, während man noch da drin steckt. Das ist unangenehm. Aber ansonsten sieht es alles sehr übersichtlich aus. Oh, das habe ich tatsächlich schon mal mitgekriegt. Wenn man in Deck 12 unterwegs ist, konnte man eben nicht mehr minen. Also jetzt, ne? Ressourcen abbauen da. Das haben sie jetzt gefixt. Schön, schön. Weil ich habe das nämlich vor kurzem mal probiert und auf einmal sagt man, wieso kann ich die Erze nicht abbauen? Sie sind doch offensichtlich deutlich vor mir, aber das ging irgendwie nicht mehr. Wie man sieht, war es ein Bug. Aber ansonsten, lass mich kurz hier runter scrollen. Die Quads. Was ist damit? Fix-Quads? Da konnte auch zwischendurch sein, dass eben dieser elektrische Schlag auch doppelt passieren konnte bei den Clients. Und ansonsten. Oh! Wenn man diesen Spezialnachlader hatte, konnte es sein, dass eben der Skin, den man drauf getan hat, auf die Waffe vielleicht verschwand. Okay. Aber jetzt nichts zu Dramatisches alles in allem gesehen. So wie der Rest hier auch allgemein so aussieht, ist es eher okay. Dann kommen wir nämlich noch zum Hotfix des Hotfix, nämlich Hotfix 25411. Und was haben wir hier noch Feines am Start? Und hier ist scheinbar auch die Sache schon geregelt worden, nämlich gerade zum Thema Excalibur Umbra. Jetzt haben sie quasi diesen Schalter auch gefixt, dass das Ding jetzt auch genau das tut, was es soll, eben Sachen anzeigen lassen oder eben Sachen verstecken. Okay, dann haben wir die Sache also quasi hier im Spiel. Lass mich lieber gleich ganz kurz mal reingucken, wo man den Schalter genau findet überhaupt. Weil auch sowas ist manchmal ja sehr gut versteckt. Dann der Tekelo Nikana Skin funktioniert halt scheinbar nicht mit allen Nikanas. Okay. Und dann haben wir noch einen Anzeigefehler von der Waffe, dass der falsche Grifffarbe da angezeigt worden ist. Und ein paar von den Ragdolls, also wenn die Gegner halt durch die Landschaft geschmissen werden, werden halt manche von den Gliedmaßen nicht in der richtigen Position. Was auch immer die richtige Position ist, nachdem er durch die Landschaft geschmissen worden ist. Aber wie dem auch sei. So, jetzt habe ich auch mal gefunden, was die mit dem Schalter überhaupt meinten. Natürlich, der gute Excalibur Umbra schalten wir natürlich nur dann frei, wenn wir nahezu beinahe alle Quests im Spiel gemacht haben. Gerade, was die natürlich mit dem Operator anhergehen und so weiter und so fort. Aber die einen oder anderen haben halt gewollt, dass man diesen großartigen Schal vielleicht auch ein- oder eben ausschalten kann bei anderen Skins. Das heißt, das allererste, was wir machen müssten, wäre natürlich nicht bei ihm jetzt was ausschalten, weil dann wird das Spiel sagen, sondern wir müssten jetzt erstmal eben den Skin von Excalibur abändern. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal gerade den Excalibur Deckskin zum Beispiel. Und wir schon sehen, ja, das ist jetzt immer noch der Excalibur Umbra, aber eben mit dem Deckskin. Und wie ihr jetzt hier seht, hier ist ja kein Schal und nichts dran. Gut, also kippen wir den jetzt erstmal und dann gibt es jetzt hier eben diesen Schalter dafür. Wenn wir jetzt hier draufklicken, macht es eben wupp und schon haben wir auch hier den Schal außen rum getackert. Wo ich mich jetzt gerade frage, Mensch, da hätte man auch fast nichts ändern müssen, hätte ich es beinahe gesagt. Vor allem bei manchen Skins kann natürlich auch sein, dass eben der Schal wo durchklippt. Das behebt die Sache natürlich gerade nicht. Aber zumindest hat man jetzt die Option zu sagen, ich will einen Schal haben oder eben nicht. Wo ich sehe gerade, da ändert sich aber ein bisschen mehr sogar noch. Seht ihr das hier hinten die ganzen Ecken? Da wird einiges vom Rücken quasi überschrieben quasi, weil das scheinbar auch zu dem, in Anführungsstrichen, auch zum Schal gehört. Interessant. Aber trotzdem kann man damit eben ein bisschen rumalbern gehen. Das finde ich auch gar nicht verkehrt. Lass mal kurz gucken, haben wir da irgendeinen anderen Skin? Oh genau, der Excalibur Prisma-Skin zum Beispiel. Oh ja. Ja, der ist nicht unbedingt immer überall mit Farbschäben gut zu benutzen. Aber nehmen wir das gerade mal und tun trotzdem hier den Schalwi anschmeißen. Oh ja. Das sieht jetzt interessanter aus. Okay. Die Beine sehen halt nur katastrophal aus. Aber sonst, ja, ausbaufähig. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr Unsinn mittreiben, auch in der Zukunft. Schöne Sache. Aber wisst ihr was, ich glaube, ich bleibe lieber doch bei dem originalen Excalibur Umbra Skin. Das sieht schon cool genug so aus. Das wäre es auch wieder für heute gewesen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Das war MK3 und ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, die nächsten Tage wieder. Vor allem mit dem Zusammenfassung vom Deathstream. Und morgen wahrscheinlich gibt es nochmal ein kurzes Video zu Azulane. Weil da ist zwar nicht viel passiert, aber eine Kleinigkeit. Und ich wollte nicht zu viel anstauen sich lassen, falls wirklich was Größeres demnächst rauskommt. Deswegen wird es dazu noch ein kleines Video geben. Gut, das heißt mal so, ich würde sagen,
Wahrscheinlich Samstag, Sonntag Dreh rum wird dann eben das Video zum Deathstream fertig sein. Ja. Ausgezeichnet. Also bis die Tage und ciao.